und willkommen zu meinem zweiten Video rund um das Warhammer 40k Conquest Magazin. Ich habe mir vorgenommen, heute die Miniaturen aus dem ersten Magazin zusammenzubauen. Und ja, ich dachte, das ist vielleicht auch für euch interessant, wenn ihr halt das ein bisschen mitgucken könnt und ich dazu ein bisschen was erzähle. Und ja, also wie gesagt, ist die erste Ausgabe des Warhammer 40k Conquest Magazin. Ich habe mir hier die betreffende Anleitung oder die betreffende Seite mit der Zusammenbauanleitung schon mal rausgemacht. Und so ein kleiner Hinweis, der mir gerade aufgefallen ist, ist, dass die natürlich auch Namen haben. Zum Beispiel Sergeant Decius, Intercessor Apollon und Intercessor Galeus. Ja, und halt die Anleitungen sind relativ übersichtlich und gut erklärt. Und sollte also auch ein Anfänger durchaus gut hinkriegen. Und ich habe mir schon ein bisschen Werkzeug zusammengesucht. Und zwar einmal hier so einen Seitenschneider, ein kleines Bastelmesser und ein bisschen Plastikkleber. Ich habe es einfach hier den von Revell gekauft. Mit dem fahre ich eigentlich schon seit einiger Zeit ziemlich gut. Und der ist auch günstiger als das Games Workshop Äquivalent. Und hält eigentlich, finde ich, genauso gut. Ja, das sind die Bases, die wir brauchen. Und ich würde sagen, dann fange ich auch schon mal mit der ersten Miniatur an. Das ist relativ einfach erklärt, wie gesagt. Hier ist halt, sind die Zahlen bei, welches Teil wir jetzt aus dem Gussrahmen rauslösen müssen und dann halt eben zusammenstecken. Also ich werde jetzt erstmal alle Teile für den ersten Marine auseinander friemeln hier und werde die dann auf Seite legen. Also ich mache das mal ganz gerne, wenn ich halt irgendwie einen Haufen Miniaturen zusammenbaue, dass ich halt die Teile raustrenne und dann halt für jede einzelne Miniatur dann sozusagen zusammen auf Seite lege und dann halt am Stück dann halt engrate und zusammenklebe. So hat man halt so ein bisschen mehr Flow drin im Arbeiten und finde ich persönlich ganz angenehm so. Gut, dann suche ich mal das Teil mit der Nummer 1, das ist hier der Kopf des Sergeants. Und ja, mein Seitenschneider hat auf jeden Fall schon mal bessere Tage erlebt, muss ich ganz klar sagen. Aber er erfüllt noch seinen Zweck. So, dann brauchen wir den Körper mit der Nummer 2. Ganz wichtig ist, das ist mir früher mal passiert, hier sind so Stifte. Da werden die Arme drauf gesteckt. Also die nicht mit abknipsen. Das habe ich nämlich schon mal gebracht. Hat zwar trotzdem alles gut funktioniert, aber sollte man vielleicht trotzdem ein Auge drauf haben. So. Ach, jetzt habe ich hier. So. Und dann brauche ich Nummer 3. Das ist der Körper. Also diese Snapfit-Modelle finde ich eigentlich schon ziemlich gut für den Anfang. Der Nachteil ist halt, dass man dadurch halt nicht so viele Optionen hat, um seine Miniaturen zu individualisieren. Es ist halt schon ziemlich eingeschränkt dadurch. Aber halt auch gerade ganz nett, wenn man halt nur schnell seine Armee so ein bisschen voller kriegen möchte. So. Arm Nummer 5. Und Rucksack Nummer 6. Nummer 6. Okay, ist jetzt ein bisschen. Oh nein, doch nicht. Da. Ich finde, das ist halt auch mal total entspannt. So.
So, damit haben wir den Gussrahmen ausgelöst, komplett. Was ich öfters mal mache, mittlerweile habe ich aber wirklich halt eine ganze kleine Dose voll, ist halt mit einer anderen Zange halt die Teile vom Gussrahmen dann halt immer so ein bisschen kleinklipsen, dass man halt so ein bisschen noch Deko für die Bases hat. Aber es ist halt Geschmackssache. Ich zeige euch nachher mal, wie das aussehen kann. So, und kommen wir zum nächsten Teil, dem Gussgrat entfernen oder entgraten. Hier auf dem Kopf seht ihr diesen feinen Streifen. Der entsteht halt, wenn diese beiden Gussformhälften aufeinander drücken. Sie sind halt nicht immer 100% bündig aufeinander. Und dann entstehen so kleine Gussgrate. Die muss man natürlich entfernen, weil die stehen trotz dessen, wenn man es halt grundiert und bemalt, immer noch so ein bisschen hervor. Und was ich dafür mache, ist halt, ich nehme die stumpfe Klinge oder die stumpfe Seite der Messerklinge und versuche ganz vorsichtig halt diesen Gussgrat abzukratzen. Da bekommt man nach einer Zeit durchaus ein Gefühl für. Nicht zu feste drücken, sonst macht ihr natürlich halt Kanten ins Plastik. Und hier wäre halt jetzt der Vorteil, wenn ich halt jetzt irgendwie eine Feile hätte oder sowas, dass ich halt hier noch so ein paar Feinheiten noch machen könnte. Ich habe jetzt alle Miniaturteile entgratet, habe mir hier meine drei Häufchen gemacht mit den Miniaturen. Das hier ist der Plastikkleber. Was ich wichtig finde, bevor ihr jetzt anfangt und die Teile fröhlich aneinander klebt, testet erstmal, ob die passen, ob ihr vielleicht irgendwo noch ein bisschen was abfeilen müsst. Wie gesagt, die kann man halt hier wunderbar dranstecken und wieder abstecken, bevor ihr halt zusammenklebt. So könnt ihr halt schon direkt sehen, ob alles so passt, wie ihr das gerne möchtet. Gerade hier bei diesen Pins an den Armen kann es halt durchaus vorkommen, dass die ein bisschen zu lang sind oder ein bisschen zu breit sind. So, ich habe jetzt hier drei Häufchen mit den entgrateten Teilen und mache mich jetzt ans Zusammenkleben. Ich nutze hier den Revell Plastikkleber, bei dem normalerweise hier diese Nadel dran ist, aber die ist bei mir zugeklebt, deswegen mache ich es halt direkt aus der Flasche. So, ich finde es immer ein bisschen einfacher, wenn man halt guckt, ob die Teile so zusammenpassen. Das ist bei den Snapfit-Figuren relativ unnötig, weil die halt eben wirklich einsteigerfreundlich gemacht sind. Aber bei Bausätzen mit Multiparts und so, da ist es dann halt schon sinnvoll, das vorzutesten. Ich habe hier den Kopf. Ich mache hier jetzt mal schon ein bisschen Kleber dran. Das Besondere an dem Kleber ist halt, dass der anders funktioniert als normaler Sekundenkleber. Der braucht einen Moment zum Antrocknen. In der Zeit kann man die Teile noch ein bisschen bewegen. Und der löst sozusagen die Struktur vom Plastik oberflächlich auf und verbindet die Teile dadurch miteinander. Und ich mache wirklich nur ein bisschen Kleber. Das reicht schon. Und stecke die Teile jetzt aneinander. Selbes halt auch mit dem Arm. Da jetzt mal ein bisschen gucken.
Der Gute braucht natürlich zwei Arme. So, und natürlich sein Backpack. So, damit ist die erste Miniatur schon soweit fertig, aber die muss natürlich noch auf die Base geklebt werden. Und das mache ich, indem ich ein bisschen Kleber hier auf diesen Querstreifen auftrage und ein bisschen unter die Sohlen der Schuhe. Dann hat die Miniatur wirklich einen sehr festen Halt auf der Base. Und schon ist unser erster Marine fertig geklebt. So, damit sind die ersten drei Space Marine Interstices Modelle fertig gebaut. Natürlich braucht der Kleber noch ein bisschen, um zu trocknen. Deswegen solltet ihr am Ende noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber so im Groben ist der erste Schritt damit getan. Im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ich die Miniatur male. Ich habe mir dafür ein Farbschema ausgesucht, welches von den Horus Heresy Ära Emperor's Children inspiriert ist. So habe ich mal hier ein Beispiel. Das ist zwar jetzt ein Chaos Space Marine Modell, aber dieses Farbschema möchte ich gerne auf die Primaris Space Marines übertragen. Und hier sieht man auch, was ich eingangs erwähnt hatte mit den Gussgrat-Teilen. Die habe ich einfach ein bisschen zusammengeschnitten und dann halt mit Modelliersand auf die Base geklebt, um halt so ein bisschen Schutt darzustellen. Ja, so viel zu diesen drei lustigen kleinen Kerlchen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch einschaltet und zuschaut, wie ich die Kollegen bemale. Bis dann.